Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich darf vielleicht an dieser Stelle erstmal die besten Genesungsgrüße an den Kollegen Thomas Jarzombek ausrichten, der eigentlich jetzt hier an dieser Stelle stehen sollte. Und freue mich aber natürlich auch gleichzeitig, dass wir den Antrag von Bündnis 90 Die Grünen, den wir heute debattieren, eben auch ein Stück weit beraten können. Der Antrag passt nämlich wunderbar zur Begleitung der Koalitionsgespräche, die im Bereich Digitalpolitik auch gerade in den letzten Nächten geführt wurden, und verschafft der gestrigen Konstituierung des Ausschusses Digitale Agenda noch einmal Aufmerksamkeit. An dieser Stelle möchte ich mich ebenfalls für die Arbeit in den vergangenen Jahren beim bisherigen Ausschussvorsitzenden Jens Köppen bedanken. Und ich freue mich nun natürlich auch als Mitglied des Ausschusses Digitale Agenda auf die Zusammenarbeit mit seinem Nachfolger Jimmy Schulz von der FDP. Vorerst soll dieser Ausschuss ausdrücklich mitberatend sein. Ich freue mich aber, dass eben der neue Vorsitzende bereits klargestellt hat, dass er auch Federführungen anstrebt, beispielsweise geteilte Federführung oder eben gemeinsame Ausschusssitzungen. Damit kämen wir auf jeden Fall bei uns auch schon ein Stück weit voran. Die letzte und noch geschäftsführende Bundesregierung hat mit der digitalen Agenda 2014 bis 2017 einen ersten großen Aufschlag gemacht. Ein Hausaufgabenheft, eine Art Maßnahmenkatalog. Aber dieser Katalog, der wurde eben auch tatsächlich mit Leben gefüllt. Und das passierte hier im Deutschen Bundestag und auch im Bundestagsausschuss Digitale Agenda. Und wir sollten uns dort nicht kleiner machen, als wir sind. Ich will nur einige Beispiele nennen, die mir persönlich besonders am Herzen liegen. Erstmals überhaupt gab es und gibt es ein öffentliches Fördermittelprogramm zum Breitbandausbau von knapp 4,4 Milliarden Euro. Das sogenannte Diginetzgesetz, das Gesetz zur Erleichterung des Ausbaus digitaler Hochgeschwindigkeitsnetze, hat der Bundestag im Jahr 2016 verabschiedet. Damit werden auch neue Wohngebiete zukünftig verpflichtend mit Glasfaser angeschlossen, und es wird erlaubt, Ampeln und Laternen als Glasfaserträger und Senderstandorte zu nutzen. Wir haben ein IT-Sicherheitsgesetz geschaffen. Kritische Infrastrukturen wurden definiert. Sie müssen jetzt Mindeststandards der IT-Sicherheit einhalten. IT-Angriffe müssen gemeldet werden. Ein Meilenstein für Gründerinnen und Gründer war das Wagniskapitalgesetz. Verlustvorträge aus Unternehmen sollen jetzt nicht mehr verloren gehen, wenn Anteile veräußert werden. Diese Regelung ist ein wichtiges Signal für den Gründungs- und Digitalisierungsstandort in Deutschland. Die KfW ist als Ankerinvestor mit einem Budget von 400 Millionen Euro für Fonds in den Markt zurückgekehrt. So hebelt die KfW ein Fondsvolumen von rund 2 Milliarden Euro für den Venture-Capital-Markt und leistet dadurch einen wichtigen Impuls zur Gewinnung weiterer Investoren. Mit einem Volumen von 500 Millionen Euro ist im Frühjahr 2016 die ERP-EIF-Wachstumsfazilität an den Markt gegangen. Und durch den von der KfW initiierten eigenständigen Co-Investmentfonds Coparion stehen Startups weitere 225 Millionen Euro zur Verfügung. Das ist wirklich richtiges Geld für die Startup- und Gründerfinanzierung. Und davon gab es auch ausdrücklich Lob von den Startup-Unternehmen und besonders auch vom Startup-Verband. Darauf darf man doch auch einfach mal stolz sein. Wir haben das deutsche Recht an die Datenschutzgrundverordnung angepasst. Österreich und Deutschland sind heute, weniger als 4 Monate vor Inkrafttreten der Europäischen Datenschutzgrundverordnung am 25. Mai 2018, die beiden einzigen Mitgliedstaaten in der Europäischen Union, die ihr nationales Recht schon angepasst haben. Und wir haben eine rechtliche Grundlage für das teilautomatisierte Fahren in Deutschland geschaffen. Damit sind wir internationaler Vorreiter. Das hat sonst niemand. Auch darauf darf man doch dann einfach mal stolz sein und das nicht so abtun, als wäre in den letzten 4 Jahren nichts umgesetzt worden. Wir haben mit dem Ausschuss Digitale Agenda auch lange für die Abschaffung der WLAN-Störerhaftung gekämpft. Ich bin wirklich froh, dass das dann auch zum Ende endlich gelungen ist. Sie schreiben in Ihrem Antrag: völlig verschlafen und dann viel zu zaghaft angegangen die digitale Verwaltung. Ich halte Ihnen entgegen eine Grundgesetzänderung und das Mammutprojekt des Online-Zugangsgesetzes. Wir wollen ein Bürgerportal schaffen, in dem alle elektronischen Angebote aller staatlichen Ebenen abgerufen werden können. Hier brauchen wir die Länder und Kommunen. Ich würde mich freuen, wenn Sie uns auch dabei unterstützen. Ich halte Ihnen entgegen, dass wir in insgesamt 68 Gesetzen und 114 Rechtsverordnungen des Bundes verzichtbare Schriftformerfordernisse abgeschafft haben. Das ist doch auch schon mal was. Das darf man doch nicht kleinreden.
Und Sie schreiben in Ihrem Antrag, zusätzlich sind konsequente Open-Data-Regeln nötig. Ich halte Ihnen entgegen, wir haben ein Open-Data-Gesetz verabschiedet. Es leitet einen Kulturwandel in den Verwaltungen ein und verpflichtet die unmittelbaren Bundesbehörden, künftig unbearbeitete Daten leicht auffindbar und maschinenlesbar zu veröffentlichen. Die Daten des Staates sind eben auch ein kostbarer Schatz. Sie sind ein Schatz für Innovation und natürlich eben auch Daten für die Wirtschaft. Der Großteil der interessanten Daten liegt aber eben bei den Ländern und bei den Kommunen. Diese wollen wir aber ermuntern, dem Beispiel des Bundes zu folgen. Wenn Sie mir vielleicht jetzt ein bisschen zugehört haben, dann können Sie vielleicht feststellen, dass Sie vielleicht auch einiges verschlafen haben. In Ihrem Antrag sagen Sie, dass Digitalpolitik zu einem Nebenthema verkommen sei. Wir haben in den Koalitionsgesprächen eine Arbeitsgruppe gehabt, die sich ausschließlich diesem Thema gewidmet hat. Lassen Sie mich klarstellen, ja, auch ich möchte eine Bundesregierung, die eine noch bessere Koordination der digitalpolitischen Arbeit der Ministerien schafft. Deshalb werben wir als Union ja auch für einen Staatsminister im Kanzleramt, der die Fäden der Digitalpolitik zusammenhält. Wir wollen Gigabit-Internet flächendeckend und Funklöcher schließen. Wir wollen sichere digitale Infrastrukturen. Wir wollen die Chancen der Digitalisierung auch im Blick auf die künstliche Intelligenz nutzen. Zusammen mit unseren französischen Partnern wollen wir ein gemeinsames Forschungszentrum installieren und das dann auch bearbeiten. Und viele andere Dinge mehr. Das ist die Zukunft. Und sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, das klingt für mich eben nicht nach einem Nebenthema. Lassen Sie uns in den nächsten Jahren gemeinsam für eine starke Verankerung der Digitalpolitik im Bundestag kämpfen. Ich freue mich jedenfalls darauf und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ich rufe auf zu Ihrer ersten Rede die Kollegin Elvan Kormaz. Bitte schön.